an wen richtet sich denn die Präsentation oder was erwartet Sie heute? An wen sich die Präsentation richtet? Natürlich an alle, die an einem professionellen Planungsprogramm, CAD-Programm Interesse haben, an alle Planer, Architekten, Konstrukteure, vielleicht auch die sich auf die nächste Generation von CAD-Software vorbereiten wollen. Bei Revit ist ja das ganz große Thema BIM, Building Information Modeling. Auch an unsere Interessenten, die sich mit dem Kauf vom Revit auseinandersetzen, vielleicht auch schon länger und jetzt eine gute Gelegenheit abwarten, einfach umzusteigen auf Revit. Und an unsere alten Hasen, die sind ja auch zahlreich vertreten, dieses Interesse einfach haben, die Neuerungen im Revit gezeigt zu bekommen. Inhalt der Präsentation, kurz und knapp, sind einfach die Neuerungen im Revit 2013, wie zum Beispiel Thema Treppen, Visualisierungen und so weiter. Da ist ja einiges passiert in dieser Version. Genau. Die wichtigsten Unterschiede kurz zu Revit im Allgemeinen. Revit gibt es mittlerweile in drei verschiedenen Ausprägungen. Es gibt das altbekannte Revit Architecture, mit dem wir als allererstes auf den deutschen Markt gekommen sind. Dann ist Revit Structure mit dazugekommen. Damit decken wir das komplette Thema Ingenieurbau ab, also Thema Statik, Schalbewährungspläne und so weiter. Und jetzt seit 2 Jahren mittlerweile gibt es auch Revit MEP. Dort wird dementsprechend die Haustechnik gemacht. Also MEP für Mechanical Electrical Plumbing, ist quasi der englische Ausdruck für TGA. Was ist noch passiert jetzt in den letzten Monaten? Unsere altbewährte, altbeliebte Revit Architecture Suite wurde leider vom Hersteller eingestellt. Also das Produkt selber kann man leider nicht mehr kaufen. Bedeutet aber jetzt nicht für unsere Bestandskunden, dass sie irgendwie davon betroffen werden. Unsere Bestandskunden, also jeder, der einen Subscription-Vertrag für seine Revit Architecture Suite hat, bekommt auch weiterhin dieses Produkt geliefert von der Autodesk. Diese Revit Architecture Suite wurde quasi ersetzt, kann man so sagen, mit der Building Design Suite Serie. Dieses Building Design Suite Serie ist ein sehr, sehr großes, umfangliches Softwarepaket. Das beinhaltet auch gleich alle drei Revit-Produkte. Das sehen wir jetzt auch gleich in der Live-Demo, wie das ausschaut. Also da hat man Revit Architecture, Structure und MEP beispielsweise mit dabei. Es ist auch ein 3D Studio Max dort enthalten und natürlich so die klassischen AutoCAD-Anwendungen, AutoCAD Architecture und ein normales AutoCAD ist beispielsweise auch mit drin. Das ist jetzt nur mal so ein kurzer Auszug, was man in diesen Building Design Suiten so grob an Software vorfindet. Diese Building Design Suiten sind dann auch wieder unterteilt in, ich habe es jetzt mal genannt, drei Geschmacksrichtungen, wenn man so will. Das ist einmal die Building Design Suite Standard, die es gibt. Es gibt eine Premium-Version und eine Ultimate Edition. Also je nachdem, welche Software-Tools Ihnen wichtig sind, können Sie entscheiden, okay, die oder die Version, dieser Flavor ist der richtige für mich. Aber sowas können wir dann gerne im Einzelgespräch klären. Gut, das wäre es eigentlich jetzt auch schon zur Theorie gewesen. Ich würde jetzt gerne übergeben an meinen Kollegen Herrn Schleicher, der uns jetzt die Schmankerl im Revit 2013 vorstellen wird. Alex, kannst du mich hören? Bist du da? Ich höre dich, ich bin da. Perfekt, dann gebe ich dir doch glatt mal die Moderatorenrolle rüber, dass wir auch deinen Bildschirm sehen. So, jetzt dauert es einen kleinen Moment, dann kannst du an und für sich loslegen, zeigst uns mal deinen Bildschirm. So, jetzt perfekt, dass man meine wunderbar sieht. Sehr gut. Ja, man sieht es auf jeden Fall. Du, Alex, genau direkt zum Start. Ich habe es ja gesagt, jetzt mit dieser Building Design Suite und so weiter, fällt mir gleich ein. Es gibt ja in dieser Building Design Suite für die Kunden, die das haben, diese sogenannte, jetzt neu im 2013, diese Revit One Box. Genau, ja. Ja, was ist das? Was habe ich jetzt da für Vorteile? Also in der Building Design Suite Premium und Ultimate, muss man sagen. In der Standard ist Revit gar nicht enthalten, darum ist es eben irrelevant. Haben wir jetzt alle drei AEC-Disziplinen, sprich Architektur, Ingenieurbau und Gebäudetechnik in einem Programm. Mhm. Vorteil dabei ist, wenn ich beispielsweise in Ingenieurbau gerade tätig bin und dort mein Tragwerk plane und dann merke, jetzt habe ich noch einen Raumstempel zu setzen, da musste ich früher immer das Projekt speichern, musste mein Revit Architecture öffnen und konnte erst dort dann meinen Raum ändern, wieder zurückspeichern und dann wieder zurück in den Ingenieurbau. Das entfällt jetzt. Ab jetzt kann man alles in einem machen und ja, einfach viel schnellere Workflow und das Springen zwischen den Programmen entfällt.
Das ist der erste Punkt. Dazu haben wir jetzt auch, wie Sie hier sehen, in der Eröffnungsoberfläche mehrere Vorlagen. Wir haben die Architekturvorlage, die Ingenieurbau- und die Gebäudetechnikvorlage. Ich werde jetzt auch gleich mal in meine Architekturvorlage springen und zeige Ihnen jetzt erstmal die einzelnen Registrierkarten nochmal kurz. Einen Moment warten, bis es geladen ist. So, hier sieht man jetzt unsere die Multifunktionsleiste mit den Architekturbefehlen, haben hier noch unseren Ingenieurbau und unsere Gebäudetechnik. Das kann man natürlich anpassen, wenn Sie beispielsweise nur in Architektur und Ingenieurbau tätig sind und die Gebäudetechnik Sie nicht interessiert, dass jemand anderes übernimmt, dann können Sie in den Optionen unter der Benutzeroberfläche die einzelnen Registrierkarten an- und ausschalten. In den Verzeichnissen sind jetzt ebenfalls die anderen Vorlagen mit hinzugekommen. Hier ist noch dazu zu sagen, dass die oberste Vorlage immer die Standardvorlage ist. Da kann man sich einfach über anklicken und dann hier über diese Buttons nach oben, unten verschieben, das eben so hinschieben, wie Sie möchten. Zweiter Punkt, der die Building Design Suiten oder nur die Building Design Suiten betrifft, ist jetzt der sogenannte Suite Workflow. Wenn wir jetzt oben links auf unser Revit-Symbol drücken, gibt es jetzt hier den neuen Punkt Suite Arbeitsabläufe. Und hier können wir direkt in Showcase bzw. in 3ds Max ein 3D-Modell importieren. Das heißt, hier haben wir auch einen schnelleren Workflow. Man muss jetzt nicht zuerst, wenn man beispielsweise was in 3ds Max bearbeiten möchte, die Datei als FBX-Datei abspeichern, dann 3ds Max öffnen und dann die Datei dort öffnen. Man geht jetzt hier einfach hin und sagt, öffne mir das. Kann davor noch spezielle spezielle Optionen einstellen. Hier in dem Arbeitsablaufmanager gibt es dann hier noch die Einstellungen. Und ist dann einfach so wesentlich schneller und ja, ist auch eine kleine nette Neuerung, wie ich finde. Ja, richtig süße Arbeitsabläufe haben wir da jetzt. Genau, das ist richtig. Perfekt, aber ich finde das praktisch, dass man eben jetzt nicht mehr wechseln muss zwischen diesen einzelnen Revits, wenn man da einfach mal schnell als Architekt irgendwie einen Lüftungskanal oder so darstellen möchte in der Situation, um das irgendwie besser nachzuvollziehen. Es ist schon sehr, sehr praktisch geworden. Genau. Also Kleinigkeiten mal konstruieren, das ist echt brauchbar. Apropos konstruieren, im 13er Revit, ich habe es ja vorher schon angesprochen, Alex, haben wir ja jetzt ein komplett neues Treppenmodul drin, also was ich ja ein absolutes Highlight finde. Ich glaube, das sollten wir jetzt als erstes mal zeigen. Genau, ja. Ja, das Treppenwerkzeug wurde jetzt in Revit 2013 vollständig überarbeitet. Wir haben jetzt mehrere eigene Objekte, die jetzt in einem gesamten Treppenobjekt vereint sind, sprich die Treppenläufe, die Podeste, das sind jetzt alles einzelne Bauteile, wie Sie hier in der Autovorschau auch sehen. Wir haben natürlich auch weiterhin noch unsere Treppe nach Skizze, das ist dieselbe, wie sie in Revit 2012 war, wie sie auch immer war, die funktioniert noch genauso. Und jetzt eben neu hinzugekommen, die Treppe nach Bauteil. Die wähle ich jetzt auch gleich mal an. Und hier sehen wir schon, wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, die Treppen zu erstellen, mit einem geraden Lauf, Spirale in ganzen Schritten. Und was sich viele gewünscht haben, verzogene Treppen. Aber ich beginne jetzt erstmal mit dem geraden Lauf. Hier ist jetzt neu hinzugekommen, in der Optionsleiste sieht man schon, wir können wählen zwischen der Basislinie und wir können ein automatisches Podest erstellen lassen. Also die Podeste werden, wie gesagt, automatisch erstellt. Und jetzt zeige ich erstmal nochmal die Basislinie, wie das hier funktioniert. Wie Sie jetzt hier sehen, zeichne ich meine Treppe von der Mitte aus. Kann jetzt aber auch auf links gehen und habe dann meine Treppe eben an der linken Seite an der Maus hängen, beziehungsweise an der rechten Seite. Das ist ganz praktisch, wenn Sie jetzt beispielsweise irgendwelche Wände schon gezeichnet haben und dann können Sie einfach die Treppe direkt platzieren, müssen Sie nicht einfach irgendwo frei im Raum erstmal platzieren und dann in die entsprechende Ecke schieben. So können Sie jetzt einfach den Lauf entsprechend in die Richtung wählen und können dann Ihre Treppe dann so nach und nach abziehen. Genau, ich erstelle jetzt aber zuerst mal eine gerade Treppe mit Podest, um Ihnen ein paar Neuerungen zu zeigen. Ich stelle sie auch gleich mal fertig und öffne hierzu jetzt nochmal die 3D-Ansicht und die Ansicht Süd. Stelle die alle nebeneinander, mache mir meinen Schnitt groß und richte noch meine Fenster ein wenig aus. So, nochmal auf den Schnitt zoomen.
wenn ich jetzt meine Treppe anklicke und auf Treppe bearbeiten gehe, sehen Sie, hier sind jetzt unsere einzelnen Objekte. Also die werden dann gleich an einem Stück angewählt. Das sind jetzt keine Skizzen mehr. Und haben jetzt hier unsere Bearbeitungsmöglichkeiten. Die zeige ich Ihnen jetzt am besten erstmal im Schnitt. Hier haben wir jetzt neu hinzugekommen, zum einen diesen kleinen runden Knopf und diesen kleinen Pfeil. Der Button, also dieser runde Knopf, ändert die Lauflänge eines Laufes und erzeugt damit eine Höhendifferenz. Also das zeige ich Ihnen am besten mal an einem Beispiel, wenn ich die Treppe einfach ein Stückchen länger ziehe. Dann geht sie einfach das Geschoss nach oben. Kann man einfach Stufen hinzufügen, entfernen. Über den Pfeil kann ich die Länge des Laufs ändern, aber die Treppenhöhe bleibt gleich. Demnach muss sich dann oder kann sich nur noch die Podesthöhe ändern. Ich kann es Ihnen auch hier mal zeigen. Das sieht man jetzt schön in der Autovorschau. Wenn ich hier dran ziehe, geht das Podest nach oben bzw. nach unten. Das kann ich im Schnitt, wie Sie gerade gesehen haben, machen. Kann ich aber auch in meinem Grundriss. Stellen wir sie nochmal fertig und wechseln nur in die 3D-Ansicht. Ebenfalls neu hinzugekommen ist ein neuer Treppentyp und nämlich die Fertigbetontreppe. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, wenn Sie die Treppe bearbeiten und ein einzelnes Objekt anklicken, unter Konstruktion die Steigung beginnen und enden, den Haken rauszunehmen. Und jetzt bekomme ich hier meine Fertigbetontreppe, wie sie in echt auch gebaut wird. Hier könnte man dann seine Geschossdecke auflagern. Das kann ich auch hier mit der unteren Treppe mal so anstellen. Ist, denke ich, auch eine super Neuerung. Klicke wieder auf Fertigstellen. Und wechsle nochmal den Grundriss. Wir können auch diese Treppe noch weiter bearbeiten, und zwar können wir jetzt, ich zeige es Ihnen am Beispiel des Podestes, das Podest konvertieren, und zwar in ein skizzenbasiertes Bauteil, wie es eben in der alten Vorlage ebenfalls war. Ich klicke also einmal hier auf Konvertieren und kann jetzt nun die Skizze bearbeiten. Hier ist aber darauf zu achten, dass man das nicht mehr rückgängig machen kann. Wenn man ein Bauteil einmal konvertiert hat, dann bleibt es konvertiert. Man kann es nicht mehr zurück in ein Objekt umwandeln. Hier könnte ich jetzt, ändere ich mal ein bisschen mein Podest ab, spiegel die Kante noch auf die andere Seite und kann auch so meine Treppe nochmal weiter individualisieren. Ja, dann möchte ich Ihnen noch weitere Neuerungen an den Treppen zeigen. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, mehrere Läufe übereinander zu zeichnen. Das gab es vorher auch noch nicht in der 2012er Version. Ich wechsle jetzt mal von Ebene 1 in die Ebene 2, sprich wir zeichnen über zwei Stockwerke, wähle meine Lauflinie rechts und zeichne mir jetzt hier mal ein paar Steigungen, wandere hier nach unten und kann jetzt eben über den einen Lauf einen weiteren Lauf zeichnen. Und dann kommen wir sowas. Hier ist es auch wieder als Fertigbetontreppe konstruiert. Und lang ersehnt von vielen die verzogene Treppe. Na, jetzt hängt sie an der Maus. Die setze ich auch mal ab. Hier haben wir jetzt auch viele neue Möglichkeiten in den Eigenschaften, Exemplareigenschaften, was wir einstellen können. Wir können jetzt beispielsweise die parallelen Stufen am Anfang und am Ende steuern. Wenn Sie jetzt mal auf den unteren Lauf achten, wähle ich jetzt mal 3 parallele Stufen, klicke auf Anwenden. Ah nein, Entschuldigung, es war der obere Lauf. Oberer Lauf haben wir jetzt 3 parallele Stufen. Das kann ich auch für den oberen und den unteren, wie gesagt, einstellen. Kann den Treppenknick abrunden. Ich kann den Verziehungsstil einstellen zwischen punktbezogen und ausgeglichen. Kann einen Gehbereichsversatz einstellen und so weiter. Es gibt ganz viele neue
Eigenschaften und neue Optionen, was man an den Treppen einstellen kann, aber es wäre heute einfach zu viel. Man könnte eine ganze Session nur über die Treppen machen, aber wir wollen Ihnen ja noch viele andere Sachen zeigen. Von daher möchte ich jetzt mal mit der Konstruktion von den Treppen, die Konstruktion der Treppen beenden und möchte jetzt weitergehen zu der Beschriftung von den Treppen. Stelle ich diese Treppe nochmal fertig, kann sie Ihnen auch nochmal kurz in 3D zeigen. Hier haben wir unsere verzogene Treppe. Aber gehen wir jetzt zu den Beschriftungen weiter. Neu hinzugekommen ist in der Multifunktionsleiste unter Beschriften die Treppennummerierung. Und zwar kann ich jetzt wahlweise links, Mitte oder rechts mir meinen Lauf beschriften, pro Lauf extra, und habe hier auch wieder viele mögliche Möglichkeiten zum Einstellen. Zum einen kann ich, wenn ich eine Treppenbeschriftung angeklickt habe, die Startnummer ändern. Ich könnte beispielsweise mit der 5 beginnen und dann wird mir eben erst ab der 5 hochgezählt. Ich kann auch anstatt der Steigung, könnte ich mir meine Auftritte beschriften lassen. Funktioniert ebenfalls. Bei der Anzeigeregel könnte ich einstellen, ob ich alle Stufen bzw. Steigungen nummeriert haben möchte oder nur die Ungeraden, die Geraden bzw. Anfang und Ende, und kann noch die Ausrichtung ändern und so weiter. Das wäre der erste Punkt. Zweiter Punkt ist Beschriftung bzw. nach Kategoriebeschriften alle Beschriften. Hier ist jetzt neu hinzugekommen, dass der Treppenlauf pro Beschriftung pro Lauf beschriftet werden kann, und außerdem werden jetzt noch die tatsächliche Breite der Auftritte beschriftet, was früher nicht so war. Also suchen wir uns hier mal die Treppe mit der Laufbeschriftung und ich nehme hier die Anzahl der Steigungen. Hier sehen Sie jetzt, es ist pro Lauf beschriftet. Wir haben zuerst hier unsere 6 Steigungen und dann hier unsere anderen 6 Steigungen. Und wie gesagt, ist jetzt eben unsere tatsächliche Stufenhöhe und unsere tatsächliche Auftrittsbreite beschriftet. Des Weiteren ist noch Lauflinienbeschriftung selbst. In der Lauflinienbeschriftung selbst gibt es noch Neuerungen, und zwar wenn ich unter die Grafiken, Überschreibung, Sichtbarkeit, Grafiken gehe, unter VV bzw. über die Multifunktionsleiste unter Ansichten, habe ich in den Beschriftungskategorien jetzt wesentlich mehr Sachen, die ich bei den Treppen einstellen kann, was die Sichtbarkeit betrifft. Bei den Lauflinien ist jetzt standardmäßig nur der Pfeil auf angehakt. Alle anderen Sachen sind standardmäßig nicht mit an, aber das können Sie auch ganz leicht ändern, indem Sie einfach Ihre Vorlagedatei, das in Ihre Vorlagedatei so ändern. Und jetzt klicke ich mal hier auf OK. Und jetzt sehen wir hier unsere Aufbeschriftung, die gab es vorher auch schon, können wir abändern. Aber in den Typ Exemplareigenschaften haben wir jetzt hier viele neue Möglichkeiten, was wir einstellen können. Wir können die Pfeilspitze an der Schnittmarkierung unterbrechen lassen. Wir können mit der Steigung beginnen, wir können das Ende an der Spitze enden lassen oder auch eine Stufe weiter vorne. Auch wie gesagt, ganz viele neue Möglichkeiten, am besten einfach mal selbst ausprobieren. Ja, genau, das war es dann zu der Beschriftung der Treppen. Also da ist auch generell bei den Treppen, was Beschriftungen betrifft, ist auch sehr viel an Kundenwünschen eingeflossen. Genau, genau. Bei Kunden, die heute zuschauen, werden da den einen oder anderen Punkt, den wir in den Gesprächen mit Ihnen diskutiert hatten, auch wiederfinden. Also es ist ja der deutsche Markt der anspruchsvollste, was solche Themen betrifft. Und da die genau. Autodesk wirklich sehr, sehr auf uns gehört, dass das Treppenmodul jetzt so wird, wie wir es uns in Deutschland einfach auch vorstellen oder Deutschland, Österreich, Schweiz uns das vorstellen. Also das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Aber Alex, wollte ich nicht unterbrechen, entschuldige. Kein Problem. Gut, jetzt fehlen uns nur noch die Geländer. Die gehören natürlich auch zu unserer Treppe mit dazu. Und dazu zeichne ich jetzt nochmal eine neue Treppe auf. Das kann ich Ihnen am besten an einem geraden Lauf zeigen. Zeichne mir erst einmal die Treppe. Wechsle in den 3D-Modus. Wo ist sie? Hier haben wir sie. Den Rest verschiebe ich vielleicht mal ein bisschen weg, dass der aus der Sicht ist. Und wähle jetzt mal den Holzhandlauf an und ändere ihn in einen Stahlgeländer. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, über den Pfad bearbeiten, uns eine Autovorschau anzeigen zu lassen. Das ist
wie ich finde, eine super tolle neue Funktion. Früher war es sehr oft einfach Try and Error. Man hat hier auf dem Boden diese Linie gezeichnet und wusste dann eigentlich nicht, wie es jetzt dann letztendlich aussieht. Musste immer den Modus beenden. Wenn es nicht gepasst hat, musste man wieder reingehen. Und jetzt haben wir hier eben diesen neuen Knopf über Vorschau. Können wir uns jetzt unser Gelände anzeigen lassen. Und während ich jetzt hier zeichne, bekomme ich gleich dargestellt, wie mein Geländer jetzt dann auch letztendlich aussehen wird. Das beende ich jetzt mal. Wir können jetzt also so Geländer viel einfacher konstruieren, wie ich finde. Zweiter neuer Punkt ist, dass Sie jetzt den Handlauf über die Tabulator-Taste einzeln anwählen können und können auch diesen nochmal extra bearbeiten. Hier könnte ich jetzt das Profil ändern von unserem Handlauf, könnte aber auch jetzt hier den Pfad bearbeiten, was ich jetzt mal mache, und kann jetzt nur den Handlauf bearbeiten. Ich mache jetzt hier beispielsweise mal ein bisschen drehen, dass er das besser sieht, dass man das besser sieht. Gehe ein Stück raus, setze einen kleinen Bogen ab und lasse das Geländer dann hier so enden. Außerdem neu mit hinzugekommen ist, dass ich die nochmal unter Pfad bearbeiten, die Geländerverbindungen einzeln bearbeiten kann. Ich kann hier also hergehen, diese obere Verbindung anklicken und kann jetzt wählen, ob ich es nach Gärung, nach Typ oder als Abrundung verbunden haben möchte. Bei Abrundung kann ich noch einen zusätzlichen Winkel mit angeben und kann jetzt hier so mein Geländer weiter bearbeiten. Hier sehen Sie, haben wir jetzt unseren Bogen, genauso wie an der Ecke. Und zu guter Letzt, was die Geländer betrifft, können Sie einen neuen Typen erstellen. Und zwar mache ich dazu mal den obersten Geländerholm aus und Handlauf 1 wähle ich das Rohr Wandmontage. Wähle das Verbinden der Position die linke aus und habe jetzt hier ein Geländer, das ich mit der Wand verbinden kann. Hier sehen Sie, wenn ich das Alex, Geländer mal ausblende. Vielleicht mal umstellen auf feine Linien, dann sehen wir es besser. Es kommt über das Internet ein bisschen schlecht rüber. Jetzt ist besser, ja, super. Hier haben wir jetzt unsere einzelnen Wandverbindungen, die man auch nochmal über die Tabulator-Taste separat anklicken kann. Die sind hier jetzt festgepinnt, die kann ich wegmachen. Kann mein Geländer, meine einzelnen Geländerpfosten hier noch verschieben. Über die gedrückte Steuerungstaste kann ich weitere mit hinzukopieren. Und das ist, denke ich, auch eine tolle Neuerung oder kleine nette Neuerung, um sein Modell einfach noch realitätsgetreuer darstellen zu können. Wow. Ich finde es gut. Nee, ich denke, das sind wirklich, wie schon gesagt, sind die absolut richtigen Wege, die man da einschlägt seitens Autodesk. Und ich denke mal, wir haben jetzt ein sehr, sehr mächtiges Tool da geschaffen im letzten Jahr. Und man muss ja denken, das ist jetzt die erste Version von diesem Treppenmodul. Also ich freue mich ja schon auf die 2014er Version Revit. Genau. Da ist ja das bestimmt dann nochmal ein Stück edler geworden, kann ja, ich mir gut vorstellen. Sie sind bestimmt jetzt noch nicht perfekt, die Treppe nach Bauteil, aber es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Man kann schon viel mit anfangen. Ja, es wird sehr nah dran. Garantiert werden noch hier viele tolle Neuerungen dazukommen. Ja. Super, nee, gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Aber bevor wir zum nächsten Thema gehen, sollten wir auch nochmal das Thema, es liegt mir jetzt am Herzen, bevor wir drüber gehen, aus Versehen vielleicht, Thema Visualisierung. Also da ist ja Thema Raytracing ist ja viel passiert, was Hintergründe betrifft. Denk mal, das sollten wir jetzt nochmal detaillierter herausstellen, Alex. Gerne. Hast du da was vorbereitet? Dazu öffne ich ein neues Projekt, beziehungsweise ein bestehendes Projekt. Ich wähle hier meinen Stift Ossiach an. Ich möchte erstmal auf die Ansichtsvorlagen eingehen. Da hat sich auch einiges getan. Ich mache hier mal die Registrierkarten zu und wechsle jetzt mal in meine Ansichten. Wir sind jetzt erstmal unsere Ansicht Nord.
den einheitlichen Farben, keinen Hintergrund, Osten im verdeckten Modus, genauso wie der Süden und im Westen haben wir sogar nochmal ein Drahtmodell. Jetzt möchte ich mir aus dieser Nordansicht eine Ansichtsvorlage erstellen. Mache erstmal noch mir den Schatten an, stelle mir vielleicht noch einen Hintergrund, die Abstufung ein und möchte den Bildstil mit schattierten Kanten haben und möchte mir das jetzt als Ansichtsvorlage abspeichern. Das ist bis jetzt noch genauso, wie es früher auch war. Ich gehe unter Ansichtsvorlagen und wähle Vorlage aus aktueller Ansicht erstellen. Nenne diese Vorlage mal Ansicht Ossiach, bestätige mit OK und lasse es auch mal hier so und kann diese Ansicht jetzt auch auf weitere anwenden. Zeige ich Ihnen hier mal kurz. So, das ist bis jetzt nichts Neues, ist genauso wie früher. Wenn ich jetzt aber die Ansichtsvorlage ändere, beispielsweise den, na wo ist der, die Modellanzeige, von der Schattierung zurück vielleicht auf unsichtbare Linien gehe und das mit OK bestätige, hat sich jetzt in meiner Ansichtsvorlage nichts getan. In meiner Ansicht meine ich. Da muss ich jetzt erst wieder hin und die Vorlageeigenschaften auf eine aktuelle Ansicht anwenden und wähle jetzt hier mein Stift Ossiach aus. Und erst jetzt ist meine Ansicht so eingerichtet, wie ich das möchte. Neu ist jetzt hinzugekommen, dass ich in den Ansichtseigenschaften unter ID-Daten den Punkt Ansichtsvorlage habe. Hier kann ich jetzt mir eine Ansichtsvorlage auswählen, wie jetzt die Ansicht Ossiach, bestätige das mit OK. Und ab jetzt ist diese Ansicht mit dieser Ansichtsvorlage verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt doch nochmal reingehe in diese Verwaltung und die Modellanzeige wieder zurücksetze auf die Schattierung, das mit OK bestätige. Nein, das war jetzt falsch. Nochmal, Ansicht Ossiach, Modellanzeige, hier bin ich richtig, Schattierung, anwenden. Hat sich jetzt meine Ansicht dementsprechend geändert. Ein weiterer Punkt, der hier hinzugekommen ist, da wir diese Ansichtsvorlage jetzt fest auf die Ansicht gesetzt haben, können wir jetzt auch den Maßstab nicht mehr einstellen. Ich kann auch den Schatten, den ich vorher an- und ausgemacht habe, nicht mehr einstellen, genauso wie der Bildstil. Es ist also fest verbunden mit dieser Ansichtsvorlage. Sobald sich dort was ändert, wird das automatisch an die Ansicht angepasst. Wenn ich diese Funktion nicht haben möchte und beispielsweise den Maßstab separat einstellen möchte, dann kann ich das auch tun, indem ich den Haken bei Einschließen rausnehme. Und so kann ich jetzt den Maßstab pro Ansicht jeweils abändern. Ich nehme jetzt mal die Ansichtsvorlage und setze noch auf die anderen Ansichten mit an. Und so kann man einfach sehr schnell sich Ansichtsvorlagen erstellen, die dann auch automatisch immer gleich an der Ansicht dran sind und ich muss nicht extra immer reingehen und das erst wieder die neuen Punkte auf meine Ansichten anwenden. Denke ich, eine gute Neuerung, die da dazugekommen ist. Und dann wechseln wir jetzt zur nächsten Neuerung, nämlich dem, wie vielleicht viele schon auch gesehen haben, neuen Bildstil Raytracing genannt. Der Raytracing-Bildstil ist ein Echtzeit-Renderer, finde ich unter den Bildstilen, unter dem realistischen ganz unten, den wähle ich jetzt mal an. Der ist sehr rechenintensiv, muss man sagen, ist auch nur in dem 64-Bit-System vorhanden. Man sieht schon, bei mir rechnet jetzt kurz, dauert noch, bis was passiert. Wenn er dann aber einmal in dem Raytracing-Modus ist, dann geht es relativ schnell, muss man sagen. Und kann sich einfach so auch schnell ein Bild davon machen, wie das in Anführungsstrichen richtige Rendering aussehen könnte, aussieht. Kann die Materialien nochmal darauf abstimmen und so weiter. Man sieht jetzt schon, er rendert und rendert immer weiter. Das Bild wird immer feiner. Ich habe hier oben rechts in der Multifunktionsleiste die Möglichkeit, über den Beenden-Button den Rendervorgang zu stoppen. Sobald ich jetzt mit dem Orbit mein Projekt drehe, sehen Sie, wird alles wieder extrem verpixelt. Sobald ich stehen bleibe, dauert es ein paar Sekunden und er fängt sofort wieder an, das Bild neu nachzurechnen. Auch beim Zoomen wird es kurz pixelig und danach immer feiner. Wenn ich jetzt auf Beenden drücke, ist das Bild fertig gerendert und ich könnte auf Speichern drücken und wenn ich es dann abspeichere, wird es mir ganz normal in meinen Projektbrowser unter Renderings abgespeichert.
super, gerade so für Schnellschüsse mal zwischendurch gucken, passt die Materialauswahl oder sowas. Genau, auch beim Kunden, wenn man gerade beim Kunden ist und der schnell was sehen möchte, was anschaulich ist, dann kann man eben diesen Modus schnell verwenden, wartet 5 Sekunden oder 10 Sekunden und dann hat man schon was sehr, sehr Gutes, wie ich finde. Vielleicht will ich noch kurz anmerken, also wenn das wirklich mal 10 Minuten läuft, dann haben Sie wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Rendering. Ja. Also je länger Sie es laufen lassen, wie der Herr Schleicher schon gesagt hat, desto besser wird die Qualität, die da am Ende dabei entsteht, logischerweise. Genau. Über den Schließen-Button komme ich dann wieder zurück in den letzten Bildstil, den ich vor dem Raytracing gewählt hatte. Jetzt springe ich noch ein weiteres Projekt, mache das Ossiach wieder zu, um Ihnen weitere Neuerungen an der Visualisierung zu zeigen. Und zwar, wie vorher schon erwähnt, sind neue Hintergründe hinzugekommen. Und zwar einmal können Sie jetzt Pixelbilder als Hintergrund einstellen, in allen Ansichten 2D sowohl auch 3D, genauso wie der weitere Hintergrund, nämlich Himmel. Den können Sie auch als 2D und 3D, als in allen 2D und 3D Ansichten als Hintergrund einstellen. Als erstes möchte ich Ihnen das Pixelbild zeigen. Früher war es ja so, da musste man immer einen kleinen Umweg gehen. Da hat man dann sich irgendeine Wand ins Projekt gestellt, hat dort ein Abziehbild draufgelegt und konnte dann so sich einen Hintergrund einstellen. Haben einige so gemacht. Ab jetzt geht das alles wesentlich einfacher. Zwar wechsle ich jetzt mal hier in meine Ansicht. Mache hier erst wieder ein paar Sachen zu. Wechsle erstmal meinen Bildstil in Schattiert. Und kann jetzt über die Grafikanzeigeoptionen ganz unten unter Hintergrund, vielleicht haben Sie es vorher schon gesehen, als ich die Abstufung eingestellt habe, kann ich mir jetzt hier meinen Himmel bzw. mein Bild als Hintergrund einstellen. Ich wähle jetzt also mal das Bild aus. Unter Bild anpassen kann ich mir den Speicherort und allgemein das Bild auswählen. Ich suche mir jetzt hier mal meinen Bauplatz 2 aus. Und habe jetzt hier noch die Möglichkeit, unter dem Maßstab das Bild den Zuschneidebereich anzupassen. Also ich könnte es jetzt in der Originalgröße einsetzen, dann wäre jetzt aber hier an meinem äußeren Rahmen, das ist jetzt derselbe wie dieser rote hier, hätte ich dann einfach diese weißen Ränder, könnte es strecken, kann es nach der Breite ausrichten, nach der Höhe, kann noch einen Versatz eingeben. Ich wähle jetzt einfach mal Strecken aus, klicke auf Anwenden und OK. Und hier, da, das passt perfekt. Und es passt perfekt. Wie in einem Guss. Ja, genial. Hier sehen Sie jetzt das Hintergrundbild. Und wenn ich jetzt über den Orbit drehe, sehen Sie, das Bild steht fest. Und ich drehe mein Projekt um dieses oder an diesem Bild herum. Genau. Gut. Zweites Beispiel ist der Himmel als Hintergrund. Dazu wechsle ich die Ansicht, mal wieder einheitliche Farben, beziehungsweise schattiert, gehe in die Grafikanzeigeoptionen unter Hintergrund und wähle diesmal den Himmel aus. Könnt ihr noch die Bodenfarbe zusätzlich mit einstellen, die belasse ich jetzt mal. Und habe dann hier meinen Himmel. Das ist jetzt aber kein, in Anführungsstrichen, dummer Himmel, wo einfach nur oben einfach blau hingezeichnet worden ist. Der Himmel ist abhängig von der geografischen Position des Projektes und von der Ausrichtung, außerdem vom Datum und von der Uhrzeit. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch kurz beweisen, denn ich weiß, dass um ca. 18.18 Uhr die Sonne neben unserem Projekt steht, beziehungsweise an der Kirche oben ist, und hier sehen wir sie schon. Also es hängt wirklich an den geografischen Positionen und Datum und Uhrzeit ist damit abhängig. Gut. Weitere Neuerung ist, dass wir jetzt im realistischen Modus, beziehungsweise auch im Raytracing-Modus, die Möglichkeit haben, unsere RPC-Elemente, also den Real Picture Content, darzustellen. So ist er nicht mehr nur noch im Rendering zu sehen, sondern eben auch im realistischen Modus. Den mache ich jetzt hierzu mal an. Ganz kurz warten. Und hier sieht man jetzt unsere RPC-Elemente, zwei Herren und eine Dame. Und jetzt achten Sie bitte mal auf die beiden Herren. Ich klicke die Dame an und drehe ein bisschen. Und wie Sie sehen oder gleich sehen werden,
sieht man dann die beiden Herren im Profil. Das heißt also, dass es jetzt eine echte 3D-Darstellung ist und dass wir uns um die Objekte herumdrehen können. Hier zu sehen, jetzt haben wir sie im Profil. Das ist auch, denke ich, eine kleine nette Neuerung, wenn man mal einfach so ein schnelles Rendering machen will, muss man eben nicht dann das lange Rendering in Anspruch nehmen, sondern sieht auch so, passt es nicht, ist das überhaupt die richtige RPC-Figur. Ja, auch hier die Bäume sieht man, kann man einfach schöne, schnelle Renderings erstellen. Vorletzter Punkt, was die Visualisierung anbetrifft, ist die Beleuchtung. Diese ist jetzt nämlich auch im realen Bildstil zu sehen. Das finde ich auch eine super Neuerung. Dazu öffne ich nochmal ein weiteres Projekt. Ich denke, das hier kann ich dann schon mal zumachen. Nicht speichern. Also wie gesagt, finde ich eine super Neuerung. Früher, es ist ja mit den immer ein bisschen Problem, wie ich finde, mit den Wattzahlen bei den Lampen. Man muss die schon teilweise wirklich hochdrehen, dass man überhaupt die Lampe sieht, und dann ist es halt keine 80 Watt, sondern eine 300, 400, 500 Watt Lampe. Und man musste einfach immer rendern, um dann zu sehen, passt's oder passt's nicht. Und das bleibt uns jetzt erspart. Dazu wechsle ich jetzt mal in die Grafikanzeigeoption und setze die Beleuchtung auf innen nur künstlich. Realistischen Bildstil haben wir schon. Klick auf Anwenden. Okay. Und jetzt sehen wir eben sofort, unsere Lampe brennt. Und jetzt kann man entscheiden, ja, passt es mir von dem Licht oder nicht. Möchte ich die Wattzahl erhöhen? Ist, denke ich, eine super Neuerung. Weiteres Beispiel haben wir hier auch nochmal in einer anderen Ansicht. Hier sieht man auch die Lampe brennen. Denke ich, super Neuerung. Spart viel Zeit. Gut. Letzter Punkt, was die Visualisierung anbetrifft, sind die Transparenzen. Dazu wechsle ich hier wieder in mein Treppenprojekt, lösche diese erstmal und zeichne mal ganz kurz vier Wände auf. Nehme vielleicht noch ein Sichtmauerwerk hier mit hin. So. Änderungen, ein paar Änderungen haben sich getan, und zwar wurde jetzt in den Darstellungsoptionen die Transparenz und die Ghost-Option wurden entfernt. Dafür haben wir jetzt einen stufenlos regelbaren Transparenzmodus. Ich zeige sie mal, ich wähle jetzt die Mauerwerkswand an, rechte Maustaste, in Ansicht überschreiben, nach Element. Hier waren jetzt früher immer die Transparenz und die Ghost-Flächen, die sind jetzt verschwunden. Dafür haben wir jetzt, wie gesagt, die Oberflächentransparenz, und hier habe ich jetzt einen stufenlos regelbaren Regler. Klick auf Anwenden und habe jetzt so meine durchsichtige Wand erzeugt. Dasselbe kann ich auch mit diesen hier machen. Ansicht überschreiben, nach Element, Oberflächentransparenz, mache die vielleicht mal zu 61% durchsichtig. Und so kann man jedes Bauteil 2D und 3D einstellen. Das ist auch, denke ich, eine tolle Neuerung, wenn man beispielsweise seine MEP-Leitungen und Rohre noch im Projekt hat, könnte man beispielsweise alle Wände und Decken leicht transparent darstellen und die Rohre, die MEP-Geschichten einfach solid lassen und nicht transparent, und bekommt so auch eine sehr ansehnliche Ansicht, wie ich finde. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz die 2D-Elemente zeigen. Dafür verwende ich jetzt mal die Schraffur. Zeichne mir hier mal kurz was auf. Kopiere mir das und noch einmal. Nehmen wir hier vielleicht einmal grün und einmal rot. Und hier habe ich jetzt dieselben Möglichkeiten wie gerade eben. Ich kann die Ansicht überschreiben nach dem Element, kann die Transparenz anwählen und kann mir jetzt so halt
das war verkehrt. Und kann jetzt auch so meine Schraffuren anpassen. Gut. Super. Das war es dann zu den Visualisierungen. Mhm. Und kommen wir jetzt zu den Teilelementen. Da hat sich auch einiges getan. Dazu brauchen wir wieder ein weiteres vorbereitetes Projekt. Hier haben wir es. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mehrschichtige Bauteile in Subelemente zu unterteilen. Also das konnte man ja früher schon, wenn man eine zweischichtige Mauer hatte, die eben in zwei Teile zu unterteilen, dass man jede Schicht einzeln bearbeiten konnte. Wir können jetzt aber diese nochmal in Einzelobjekte aufteilen und können die dann komplett frei bearbeiten. Wir haben dann Formgriffe in alle Richtungen. Ich denke, ich zeige es jetzt einfach mal am besten. Und zwar wähle ich mir jetzt mal diese beiden Wände an, gehe auf Teilelemente erstellen. Das ist eine zweischichtige Wand, oder? 24 genau. Mauerwerk, 12er Dämmung. Ich kann mal ranzoomen. Hier haben wir jetzt unsere zwei Schichten. Das gab es jetzt früher im 12er auch schon, das ist genauso geblieben. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, die Teilelemente zu unterteilen. Okay, das gab es früher auch schon, muss man dazu sagen. Ich markiere mir jetzt mal alle meine Ebenen, bis auf die Fertigfußboden und meine Raster. Die kann ich Ihnen vielleicht schnell noch im Grundriss kurz zeigen. Wir haben hier eben noch unser Raster erstellt und haben hier unsere einzelnen Ebenen noch. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, einzelne Bauteile miteinander wieder zu verbinden. Ich könnte mal beispielsweise so ein Fertigteil, diese Ecke würde wahrscheinlich nicht so hergestellt werden, da wird es dann Eckteil geben, könnte diese jetzt wieder zusammenführen und dieses Bauteil erscheint jetzt in der Bauteilliste auch als ein einziges Bauteil. Wir können mal in so eine Teileliste gehen. Und hier habe ich jetzt meine einzelnen Teile und sehen jetzt hier unser letztes Bauteil mit dieses eine zusammengeführte Bauteil. Ich kann auch einzelne Teilelemente anwählen und kann diese ausschließen. Diese sind dann nicht gelöscht, sie sind nur nicht mehr sichtbar und sind auch in der Teileliste nicht mehr sichtbar. Wenn ich drüber fahre, sieht man hier, ist es noch da, ich kann es auch wiederherstellen, ausschalten, das ist alles kein Problem. Genau. Nächster Punkt sind die Formgriffe, die ich schon erwähnt habe. Und zwar kann ich jetzt, wenn ich einzelne Bauteile anwähle, die Formgriffe anzeigen lassen und könnte jetzt hier, das ist vielleicht für irgendwelche Gestaltungen, denke ich, ganz nett, können Sie hier sich die Formgriffe anzeigen lassen und können jedes Element einfach individuell steuern. Ne? Genau, irgendwelche, so könnten Sie irgendwelche interessanten Fassaden gestalten. Da gibt es, denke ich, auch ganz viele Möglichkeiten, die man damit jetzt machen kann. Oder die man damit hat. Nächster Punkt ist, wenn ich diese Unterteilung bearbeite, habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Lücke in den Eigenschaften einzugeben. Ich könnte jetzt beispielsweise, nehmen wir mal 3 cm oder vielleicht ein bisschen mehr, dass man sieht, 8 cm Lücke erstelle ich mir. Und hier haben wir jetzt unsere einzelnen Bauteile mit eben diesen 8 cm Lücke. Ebenfalls können Sie aber auch einstellen, wenn ich hier die Lücke wieder auf 0 nehme, haben wir jetzt verschiedene Profile, die dort mit eingesetzt werden können. Das ist auch eine neue Familie, die neu mit dazugekommen sind, die sogenannten Unterteilungsprofile. Und hier wähle ich jetzt mal die Ausklinkung schräg vielleicht aus. Könnt auch hier nochmal einen Versatz mit eingeben. Jetzt schauen wir uns mal diese Wand von oben an. Und jetzt haben Sie hier verschiedene Profile, die sich auch im Editor selbst erstellen können, im Familieneditor, und können so richtige Fertigteile erstellen, und für Fertigteilpläne ist es, denke ich, auch ganz nett. Außerdem hinzugekommen ist, dass ich habe hier einen verlinkten Kern, eine verlinkte Datei, das ist ein anderes Revit-Projekt, das habe ich hier einfach mit rein verknüpft, und auch dieses kann ich jetzt bearbeiten, genauso wie diese anderen Teile. Über die Tabulator-Taste kann ich dazu einzelne Bauteile anwählen. Nein, das war jetzt falsch, ich wähle mal nur die eine Wand an und habe jetzt auch wieder die Möglichkeit, Teilelemente zu erstellen. Hier sehen Sie, es haben wir mehrere Teilelemente, kann auch diese wieder unterteilen.
könnte jetzt auch über Skizze bearbeiten, anstatt wie vorhin die Referenzen zu wählen. Muss dann nur darauf achten, dass meine Ebene richtig gewählt ist. Dazu wähle ich mir jetzt einfach mal diese Wand hier aus und kann jetzt auch hier meine Wand so erstellen. Hier haben Sie auch wieder die Möglichkeit, Profile mit reinzusetzen. Ganz viele Neuerungen. Natürlich geht das auch mit dem Boden. Wir haben hier zwei verschiedene Geschossdecken. Einmal die Geschossdecke und einmal unseren Fußbodenaufbau. Auch der kann in Teilelemente unterteilt werden. Und hier könnte ich jetzt auch vielleicht die Raster auswählen. Einmal alle markieren. Und kann mir so meinen Bodenplan, meinen Fliesenplan erstellen. Könnte auch hier einzelne Teile wieder ausschließen. Und wie gesagt, Teileliste, alles auswertbar. Gut. Das war's zu den Teilelementen. Dann kommen wir jetzt auf die Kundenwünsche zu sprechen. Da gab es auch einige in der Augi-Wishlist. Kann man im Internet teilnehmen, da können Kunden ihre Wünsche äußern, und wenn dort genügend Feedback ist und genügend Leute da sich eine Änderung wünschen, dann macht das auch Autodesk. Und dann möchte ich Ihnen jetzt mal ein paar zeigen. Wechseln wir wieder in das Projekt. Zum einen auch super Funktion, wie ich finde, die Browser-Suche. Und zwar, der ist jetzt sehr übersichtlich hier, mein Projektbrowser, aber wir können über die rechte Maustaste, haben wir jetzt die Möglichkeit, nach Ansicht nur einfach nach Worten zu suchen. Ich könnte jetzt hier beispielsweise Ansicht eingeben, und jetzt sehen Sie auf der linken Seite, wenn ich Nächstes und Vorheriges drücke, er springt mir jetzt einfach meine einzelnen Ansichten durch. Ich kann auch Familien suchen, so kann man einfach schnell Dinge finden, wenn es mal ein größeres Projekt gibt. Super Neuerung, wie ich finde. Zweiter Punkt wird höchstwahrscheinlich viele AutoCAD-Nutzer freuen, und zwar haben wir jetzt beim Doppelklick auf das Mausrad die Zoom-Grenzen-Funktion mit eingebaut. Ich zoome mal so mal hin, drücke zweimal das Mausrad bzw. die mittlere Maustaste und zoom die Grenzen an. Gut, bei der Bemaßung hat sich auch einiges getan. Da habe ich, denke ich, hier, glaube ich, ein paar Bemaßungen. Und zwar können Sie jetzt, wenn Sie die Bemaßung über die Bemaßung gehen und über die Tabulator-Taste den einzelnen Wert anklicken, diesen löschen und so zwei Maßketten erstellen. Das ging vorher auch nicht, und so können Sie jetzt einzelne Werte aus der Kette löschen. Nächster Punkt, der hinzugekommen ist, sind die EQ-Formeln. Die haben sich leicht abgeändert. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob ich hier ein Beispiel habe. Ja, hier. Und zwar können Sie, wenn Sie die Bemaßung, wie Sie kennen, auf EQ gesetzt haben, können Sie jetzt hier den Wert anzeigen lassen, sich einen Text anzeigen lassen, beziehungsweise die EQ-Formel. Die EQ-Formel können Sie unter den Typeneigenschaften abändern. Dann können wir hier mal auf die EQ-Formel klicken. Und hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, Text hinzuzufügen und sich so eine Formel zu erstellen. Also wir haben hier den Parameter Namen, haben ein Leerzeichen, dann kommt das Präfix, das Suffix. Also sprich, das sind jetzt hier, können Sie mal nachvollziehen, Präfix hier bitte, dann kommt unser Wert 3 und so weiter, und kann sich dann so, ja, kleine nette Formeln erstellen. Ich möchte jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, denke ich, einfach ausprobieren. Genau. Letzte Neuerung, was die Bemaßung angeht, auch ganz toll und wichtig, viel gewünscht, ist die Durchmesserbemaßung. Die gab es früher auch noch nicht. Früher nur der Radius, ab jetzt können Sie auch den Durchmesser bemaßen. Einfach unter Beschriften gibt es jetzt den Durchmesser. Weitere Neuerung ist, was die Raster anbetrifft, oder betrifft die Raster. Wenn ich hier mal die Raster anwähle, habe ich jetzt die Möglichkeit, mehrere Segmente, aber ein Raster aus mehreren Segmenten zu bauen. Ich könnte jetzt hier also beispielsweise, wenn ich irgendeinen Bogen noch habe, kann ich mir hier einfach mehrsegmentige Raster erstellen. Schließen wir einfach mal ab und haben dann hier unsere Rasterlinie. Genau,
Letzte kleine Neuerung ist, wenn Sie auf eine ladbare Familie doppelt klicken, wird dann direkt der Familieneditor geöffnet. Sehen Sie hier. Denke ich, ist auch ganz nützlich. Ist man schneller in der Familie. Genau. Gut. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt, den Revit Apps. Vielleicht kennen Sie schon den Revit App Store. Ich sehe es jetzt bei mir hier oben nicht ganz richtig. Hier ist es geteilt dazwischen. Hier ist der Exchange Apps. Gut. Hier kann man mal draufklicken. Öffnet sich eine Internetseite. Und hier ist, Sie können sich das vorstellen wie den Apple App Store. Hier gibt es einfach viele Neuerungen oder viele Zusatzmodule, die Sie sich installieren können. Zusätzlich in Ihr Revit. Da gibt es kostenpflichtige Apps, gibt aber auch viele kostenlose Apps zum Downloaden. Und denke ich, lohnt sich auf jeden Fall hier mal reinzugucken. Gibt es jetzt nicht nur für Revit, auch für andere Programme. Können Sie sich hier mal die Apps angucken. Hier sind die Bestseller. Hier sehen Sie schon, alle sind free. Und hier unten können Sie noch nach bestimmten Kategorien suchen. Denke ich, eine super Sache. Entweder über Revit, direkt oben rechts auf dieses kleine, ich glaube, das ist ein X, so ein Exchange-App. Ein X, ja, genau. Oder Sie gehen auf die direkt auf die Internetseite apps.exchange.autodesk.com. Das kann man sich ja leicht merken. Ja. Ich denke, das X ist besser. Ich denke, Google hilft da auch sehr viel. Ja, genau. Nee, perfekt. Aber das ist schon mal ganz gut. Das ist jetzt auch die erste Version vom Autodesk App Store. Ist schon mal schön, dass man sich als Nutzer an einer zentralen Stelle mal solche Sachen gesammelt werden. Man muss nur genau. Das immer als Revit-Anwender aus diversen Internetseiten immer zusammensuchen. Das ist jetzt eine schöne zentrale Stelle, an der das übersichtlich einfach ist. Ja. Genau, finde ich auch. Schon gut. Aber das Praxispaket gibt es immer nur bei uns. Ja, vielleicht ist es ja auch bald am Vielleicht machen wir es irgendwann mal in den App Store mit rein. Ja. Genau. So, jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt möchte ich noch einen letzten Punkt ansprechen, und zwar das Cloud Rendering. In der 2012er Version gab es ja auch schon, da musste man sich auch so eine Zusatz-App installieren. Das musste man dann hier im Internet suchen. Jetzt haben wir den App Store, wie wir gerade gesagt haben. Hier haben wir es jetzt direkt nativ integriert in unsere Oberfläche. Unter Ansicht gibt es hier den Button in Cloud rendern. Man meldet sich einfach hier oben rechts über seinen Autodesk 360 Account direkt an. Auch noch ganz kurz eingeschmissen, Alex, dieses Cloud-Rendering ist auch einer der Vorteile, den die Kunden haben, die Building Design Suite einsetzen. Genau, ja. Genau. Also man braucht dazu eine Building Design Suite, um das Cloud-Rendering nutzen zu können. Also dieses man kann sich eine Testversion erstellen, dann kann man dann, ich weiß nicht, 10, 15 Test-Renderings, glaube ich, erstellen, kann sich das erstmal angucken. Genau, richtig. Ja. Richtig, genau. Hier ist der große Vorteil, wenn man jetzt, man kann erstmal Stapel rendern und kann sagen, ich möchte jetzt die nächsten 10 Ansichten, die ich dir gebe, rendern lassen. Und der große Vorteil ist, ich kann währenddessen an meinem Projekt weiterarbeiten. Sie müssen also nicht dann hier Däumchen drehen vom PC oder sich einen Kaffee holen. Sie können also direkt weiterarbeiten. Das wird alles in der Cloud gerendert auf Amazon-Servern. Und ist, denke ich, eine große, große Erleichterung. Da gibt es auch eine Internetseite dazu, 360.autodesk.com. Oder man wechselt einfach direkt hier auf das in Cloud rendern. Da wird man dann auch weitergeleitet. Dazu muss man sich einmal registrieren und kann sich dann eben ganz schnell solche Renderings erstellen. Kann ich mal kurz zeigen, hier wählt man sich die Ansicht aus, wählt, ob man ein interaktives Panorama, also in dem man sich dann drehen kann, haben möchte, oder ein Standbild, gibt die Renderqualität an, die Belichtung, Bildgröße, sagt dann Rendern starten, dann wird es in die Cloud hochgeladen, dort wird es dann gerendert, man kann sich per E-Mail Bescheid geben lassen, wann das Rendering fertig ist oder selbst nachgucken. Ja, ist, denke ich, auch super tolle Neuerung. Und die Renderings sind, ich würde sagen, ein Ticken besser als die Renderings, die man jetzt in Revit selbst erstellt. Ja. Gut, ja, das waren so die größten Punkte. Es sind noch wesentlich mehr Änderungen hinzugekommen, ist aber einfach viel zu viel, würde einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, und denke ich, das waren jetzt so mal die wichtigen Sachen. Es hat sich noch ein bisschen was an den, an den Materialien hat sich was getan, an den Baugruppen hat sich noch ein bisschen was getan, aber ja, da
reicht jetzt leider einfach die Zeit nicht mehr. Was man heute in die Stunde reinpacken konnte, haben wir auf jeden Fall mal reingepackt. Genau, ich denke, das waren so die wichtigsten Sachen. Ja, finde ich gut. Alex, danke dir. War toll. Bitteschön. Einiges kann ich bestimmt direkt umsetzen, für den Rest hole ich dich dann zur Schulung. Genau. Sehr gut.